So, guten Tag zusammen hier beim Trading Teddy. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Zuerst einmal wollte ich mich bedanken für gestern, für die Unterstützung beim ersten Video. Ich war voll aufgeregt, aber ja, ich habe es hinter mir, das erste Video ist drin und jetzt heute kommt das zweite Video. Leider etwas verspätet. Ich wollte es eigentlich schon heute Morgen aufnehmen, aber mir ist gestern bei der Aufnahme vom ersten Video aufgefallen, dass der Ton nicht gut ist, also ich war mit dem Ton nicht zufrieden, habe mir dann ein neues Mikro bestellt. Das hätte heute kommen sollen, aber ist noch nicht da. Also, aber ich muss jetzt ein Video aufnehmen für euch, um euch abzudaten, weil es wird spannend und alles nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Wir starten zuerst auf meinem Blanko Bitcoin Chart in 4 Stunden. Was wir jetzt hier sehen, das ist übergeordnet, was ich mir eingezeichnet habe die letzten Monate, wie mein Fahrplan aussieht für den Bitcoin Kurs. Wir sind hier eigentlich soweit noch intakt, aber ich habe schon vor 2 Wochen gesagt, wo wir hier waren. Ungefähr in dem Bereich habe ich damals schon gesagt, dass es für mich wahrscheinlicher ist, dass der Kurs noch einmal hier runterkommt, in diesem Bereich, bevor er mein Level oben erreicht, mein Ziellevel. Es könnte man auch fast sagen, wenn man jetzt hier das rüberzieht, dass wir das Preislevel erreicht hätten mit ein bisschen Toleranz, aber so also wie der Markt hier aufgebaut hat, diese bullische Sequenz hier, also sehr, sehr viel bullisches Momentum hat er hier aufgebaut über die letzten Wochen. Also, dass er eigentlich hätte schon locker hier oben in diesen Bereich reinkommen müssen. Laut dem System, laut SK-System. Er hat es bis jetzt noch nicht gemacht und er baut jetzt hier, wenn man hier ein bisschen weiter reinzoomt, auf dem 4-Stunden-Chart, baut er hier ein bisschen bearishes Momentum auf. Das sieht man hier an den Lower Highs. Und das hat mich jetzt dazu bewegt, dass ich noch mehr davon ausgehe, dass wir hier erstmal einen kleinen Rücksetzer sehen können in diesem Bereich. Dass wir hier runter müssen, bevor wir hier dieses Ziel erreichen. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, mit so viel Momentum müsste er eigentlich hier auch überschießen. Also eher hier in dieser Region, 27.8, 28.000. Ja, ist jetzt meine Prognose und so wie es aussieht, sind wir auf dem besten Weg dahin, dass wir dieses Ziel hier unten erstmal anlaufen müssen. Aber das sehen wir jetzt hier noch auf dem anderen Chart, auf meinem bearbeiteten Chart. Hier wird es dann wieder deutlicher mit dem Lux-Algo-Indikator. Der gibt mir hier dann auch mehr bärisches Momentum als bullisches. Wir sehen hier, hat er mir eingezeichnet, dieses Dreieck. Und wir testen jetzt die ganze Zeit dieses Dreieck an. Ja, wie ihr hier seht. Und umso öfter wir eine Linie, in diesem Fall dieses Dreieck, antesten, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir genau in diese Richtung ausbrechen werden. Und das ist dann eher bearish als bullish. Und hier sehen wir auch noch einen anderen Bereich, einen dynamischen aufsteigenden Bereich. Den testen wir jetzt auch schon die ganze Zeit an. Also wir haben mehr bearische Nachrichten als bullische. Unser Preis, die wäre hier gewesen, von diesem inneren, von der inneren Sequenz hier, die haben wir auch nicht erreicht. Also und noch mehr hier drin traden, macht für mich langsam keinen Sinn mehr. Wir hätten hier einsteigen können, der Markt hat es nicht geschafft, oben zu gehen und wir erreichen hier bei dem Level hier oben, werden wir die ganze Zeit rejected. Also wir sehen hier keinen Kerzenschluss mehr über diesem Level hier oben. Die ganze Zeit schon auf dem 4-Stunden-Chart und es ist
war mir hier schon eigentlich klar, dass das eigentlich eher in die bearische Richtung tendiert. Das Ganze sehen wir jetzt hier auf meinem 30-Minuten-Chart. Ich habe gestern hier durchgegeben, dass wir hier unseren potenziellen Wiedereinstieg haben auf dem 30-Minuten-Chart. Der Kurs ist auch hier, heute Morgen war das, heute in der Nacht ist er kurz reingedippt, hat auch erstmal hier darauf reagiert. Also die Leute wollten den Trade drin waren. Ich habe es dann auch hoffentlich rechtzeitig mitgeteilt auf Instagram, dass sie doch bitte den Trade auf Break-Even ziehen sollten, weil der Kurs, der Markt reagiert hier nicht so, wie es wollte. Also wir sind hier rein, er wurde auf dem 30-Minuten-Chart wurde ganz gut aufgekauft, aber er hat es nicht geschafft, hier höher zu gehen. Also diese Highs hier, der Form auch hier, die ganze Zeit kann ich sogar anzeichnen. Wie ihr seht, Lower Highs ist nicht zu übersehen und deswegen gehe ich jetzt stark davon aus, dass dieses Level hier nicht halten wird und deswegen wir diesen Bereich nicht mehr traden werden. Also das ist, dieser Bereich ist nicht zu traden. Wir haben dafür einfach zu bearisches Momentum und ich gehe stark davon aus, dass wir hier in diesen Bereich reinkommen werden, wo ich vorhin gezeichnet habe. Das müsste ich hier auch noch nachziehen. So, in diesem Bereich, dass wir eher hier reinkommen werden, bevor wir nach oben, das habe ich auch schon vor 2 Wochen gesagt, in diesem Bereich, wo wir hier waren. Das ist für mich mit so viel bullischer Kraft ist das einfach nicht Kraft, ja. Ist das, werden da spätestens hier, meiner Meinung nach, hätten wir dieses Level erreichen müssen, was wir aber nicht gemacht haben und deswegen sieht es für mich nicht so wirklich bullisch aus. Was wir jetzt hier noch sehen werden bei Ethereum, auch sehr interessant, diesen Bereich hier habe ich hier eingezeichnet. Das war vor 2 Tagen in der Früh, 6 Uhr. Für mich, bei Ethereum sieht es für mich auch nicht wirklich bullisch aus. Also da gehe ich davon aus, dass wir auch bei Ethereum eher dieses Level hier erreichen, als dass wir jetzt weiter nach oben gehen. Es ist einfach, hier sieht man es auch am RSI, die Kraft nimmt ab von den Bullen. Was wir jetzt hier noch sehen können, ist bei Ethereum kriegen wir hier noch eine Trendlinie hinein. Kann sein, dass wir hier in dem Bereich bei ja, knapp 1790 eventuell nochmal reagieren und dann nochmal nach oben gehen, aber dieses Level von knapp 2000 US-Dollar werden wir meiner Meinung nach so schnell nicht brechen können oder beziehungsweise nicht signifikante neue Strukturen einbauen. Für mich ist dieser Bereich hier bei Ethereum für Long-Term-Trade, ist es für mich sinnvoller. Für die Leute, wo nicht ständig am Chart hängen müssen, ist dieser Bereich attraktiv in meinen Augen. Natürlich wie immer keine Anlageempfehlung. Ich bin auch kein Finanzberater. Ich zeige euch nur das, was ich mache, was ich machen würde. Kurzfristig bei Ethereum habe ich hier diese Box eingezeichnet. Diese Box wäre ja noch für einen kurzfristigen Trade wäre noch sinnvoll, wenn man jetzt einen Daytrade im Auge hat. Weil hier ist der Bereich, also mein Bereich, wo ich definiert habe, ist hier in der Box. Dann kommt wieder das, was ich gestern in dem Video gesagt habe. Kommt diese Unterstützung vom Lux Algo mit rein. Die hatte ich hier schon eingezeichnet. Plus die Unterstützung von der Lux Algo Welle. Und das ist ja auch im Wendebereich, diese grünen und diese roten Wellen. Also bei Ethereum für einen kurzfristigen Trade wäre dieser Bereich hier
von 1840 bis runter zu 1770, 75 wäre noch interessant. Und dann würden wir das Momentum bis hier oben mitnehmen, aber es ist noch nicht so weit. Das würde ich dann euch updaten, wenn ich, falls ich diesen Trade nehme, aber dann hängt auch viel ab, wie der Bitcoin sich verhält, die nächsten Stunden, beziehungsweise bis morgen, denke ich mal, dass es hier keine großen Sprünge geben wird. Gucken wir auch nachher, wie um 14:30 Uhr die, wenn die Börsen in Amerika aufmachen, wie sich da der Kurs verhält. Ja, kurzfristig bei Bitcoin bin ich eher bearish. Bei Ethereum könnte man noch einen Move mitnehmen nach oben, einen kleineren, aber auf große Sicht gesehen bin ich eher bei beiden bearischer als bullischer. So, das war's dann auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich versuche mich zu verbessern jedes Mal mit jedem Video. Aber ich bin guter Hoffnung und morgen kommt das neue Mikrofon. Da soll es auch vom Ton her besser werden als jetzt. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, wenn euch irgendwas nicht gefällt, bitte in die Kommentare schreiben. Ein Abo, ein Like, würde mich unterstützen und ja, ich würde sagen dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.